So, heute zeige ich euch mal ein Video, wie in Thailand die Reissaat stattfindet. Hier sind wir auf der Farm schon. Da sieht ihr den Pickup mit dem Reis. Hier stehen ein paar Bananenstauden am Feldrand. Und der weiße Eimer da, das ist eine Abdeckung für den Brunnen. Man muss schon eine eigene Wasserversorgung hier auf dem Feld haben. Von links sehen wir jetzt hier den Unterstand, Wetterschutz braucht man in Thailand. Kann schon mal heftige Regenfälle kommen. Eine Hängematte ist auch drin, falls man mal eine Mittagspause machen will. Der blaue Eimer, da ist Eis drin und Trinkwasser, damit das Wasser kühl bleibt. Ist eine schweißtreibende Arbeit. Hier sehen wir wieder Reis in Eimer geschüttet wird, der dann am Tuch um den Hals gehängt wird und dann gehen die Farmer eben übers Feld. Eine kleine Reiskunde. Es gibt der Reis, der für Frauen ist und Reis, ja, der Langkornreis eben. Das ist der Reis für die Frauen. Klebreis. Ja, der Klebreis, der kommt auf dem kleinen Acker und der Rest von dem Reis, der kommt auf die zwei großen Äcker. Ja, mal sehen, da geht es schon los. Die Tante meiner Frau und der Schwiegersohn, die werden ihre Arbeit heute machen. Gibt nur eine kurze Arbeitsabsprache. Naja, Männer müssen immer was dazu sagen. Der Eimer wiegt so zwischen 15 und 20 Kilo, also das ist schon nicht so leicht. Das wird so der kleinere Eimer jetzt sein, vielleicht wiegt der 10 Kilo, 12 Kilo. Trotzdem ist es nicht so einfach, da die 100 Meter mit dem Eimer am Arm zu spazieren und dabei den Reis auszusehen. Der Schwiegersohn wird dann das kleine Feld erstmal bestellen mit der Klebreissorte und danach macht er das große Feld. Aber wenn wir gleich, da geht er schon los. Sonnenschutz ist wichtig, ja. Und jetzt schreiten wir voran. Wie ein Schritt ist, um die Saat auszubringen. Das Feld ist grob ungepflügt, die Scholle ist recht grob. Aber nach der Aussaat fährt dann der Nachbar mit dem Traktor und so eine Art Häcksler, Erdhäcksler, weiß ich, wie man die Rät jetzt nennt, und macht die Krume klein. Dadurch wird dann der Reis unter hier im Boden eingearbeitet. Hier sehen wir den Reiskörner grob auf der Erde liegen. Gibt hier keine Vögel, die den Reis rauspicken würde, so wie bei uns in Deutschland die Saatkrähen, habe ich hier noch nicht gesehen. Der Schwiegersohn da, der hat schon die Hälfte geschafft. Das Feld ist nicht so groß. Das ist schnell gemacht.
wenn man die Saat gut ausbringt, kann man das mit zwei Gängen machen. Einmal hin, einmal zurück. Ist das Feld fertig. Ist eigentlich bloß ein schmales Handtuch. So, jetzt sehen wir nochmal die Tante von meiner Frau, die ist schon am Feld angekommen. Damit wird der Eimer auch gleich leer sein. Ja, dann muss sie zurückkommen und Nachschub holen. Ah, da ist sie schon, holt Nachschub jetzt. Und der Schwiegersohn. Der schnappt sich den Eimer und wird auf große Feld jetzt anfangen. Da sehen wir den Nachbarn, den Feldnachbarn, der schon beim Einarbeiten der Reissaat ist. Das ergeht so alles ein bisschen in Absprache. Die Maschinen kann sich ja nicht jeder leisten. Das sehen wir nachher nochmal von nahen, weg dahin fahren und dann schauen wir uns das an, wer den Reis einarbeitet. Der Hügel da im Hintergrund ist laut Google Earth an der höchsten Stelle 800 Meter. Also ist schon ein kleiner Berg. Er hat auch gleich eine Bahn fertig. Die Tante meiner Frau hat dasselbe Feld schon fertig. Da geht was. Da kommt noch ein Feldnachbar mit Moped. Da vielleicht Getränke holen. Ein kleiner Applaus. Und der Nachbarn. Ah, der Farang, der macht Video heute. Ah, finden die Thais natürlich lustig, ne? Ah, getan Arbeit. Aha, aber nur ein Teil. Noch lange nicht fertig.
So, jetzt sind wir bei den Feldnachbarn. Das sind schon alle eingearbeitete Felder, also wo der Reis schon eingearbeitet ist. Und hier sehen wir gleich, wie der Reis eingearbeitet wird. Eine staubige Angelegenheit. Nach monatelanger Trockenheit ist die Erde teilweise sehr hart. Sieht man auch die grobe Scholle noch in der Mitte und rechts und links schon, wo der eingearbeitete Reis ist, ist die Krume schon viel kleiner. Den Rest macht nachher der Regen. Hier sieht man noch Spuren von den Brandroden, da wird ja alles, was so rumliegt, Gras und alles, manchmal so Plastik dabei, wird alles verbrannt. Hier sieht man nochmal die Farm von der Frau meiner Tante aus einer anderen Perspektive. Luftlinie ca. 800 Meter. Schwer und fleißig bei der Arbeit. Muss halt alles geschafft werden. Und die Tante natürlich auch nicht faul, ne? Die ist auch fleißig bei der Arbeit. Hat das Feld schon fast geschafft. Und dann kommen die nächsten Felder. So, das war's. Ein kleiner Ausschnitt aus der Reisaussaat auf einer Farm. Bis zum nächsten Mal.